Was fehlt da unten? Ja, was weiß ich. Arnos Wagen. Genau. Ja, vielleicht ist Arno ein bisschen... Nicht Arno. Florian. Der hat sie doch nicht mehr alle. Kann es sein, dass Großmutter da liegt? Ich hatte Ewigkeiten keinen Kontakt zu ihr. Aber sie ist tot. Ja. Und ich will, dass sie in Frieden ruht. Also hör endlich auf, in der Vergangenheit rumzustochern. Ist Arno schon wach? Ja. Der ist noch unter der Dusche. Hat er das mit dem Auto noch gar nicht gemerkt? Na, du hast wirklich mehr Glück als Verstand. Durch dich habe ich endlich begriffen, dass man seiner Vergangenheit nicht davonlaufen kann. Mhm. Julia, du hast das Grab meiner Mutter gefunden. In dem Grab liegt also wirklich deine Mutter? Aber wie konnte das denn passieren? Ich meine, es muss doch furchtbar sein, so alleine zu sterben. Julia, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß zwar, dass meine Mutter tot ist, aber dass sie am Ende so alleine war, dass sie sterben musste. Ohne dass ein Mensch... Mama, wenn du nicht drüber reden möchtest, du musst nicht. Doch, Julia, ich will. Ich will darüber reden. Das muss ich endlich loswerden. Ich habe dir doch erzählt, dass ich als junges Mädchen große Schwierigkeiten mit meinen Eltern hatte. Besonders mit meinem Vater. Mhm, hast du ja. Irgendwann wurde es so schlimm, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also bin ich weggelaufen. Es war zwar eine schlimme Zeit, aber es war besser so. Du hast nie wieder was von ihnen gehört? Nein, nie wieder. Hast du dich denn nicht gemeldet bei ihnen? Oh, doch, Julia, ich habe mich bei ihnen versucht zu melden, aber ich habe ihnen Briefe geschrieben, manchmal jede Woche einen, aber sie haben nie geantwortet. Verstehe ich nicht. Ich habe es auch erst nicht verstanden. Also, ich habe geglaubt, sie wollten einfach nichts mehr von mir wissen. Dann habe ich aufgehört, Briefe zu schreiben. Ich hätte mehr tun können, aber ich habe einfach keine Kraft mehr gehabt. Aber so wie sie dich behandelt haben, hast du schon mehr getan, als du musstest. Trotzdem habe ich meine Mutter geliebt. Das Einzige, was ich jetzt noch für sie tun kann, ist, mich um ihr Grab zu kümmern. Ich helfe dir, wenn du möchtest. Ach, du hast mir doch schon geholfen. Du hast ihr Grab gefunden. Ich werde das Grab so herrichten lassen, wie sie es verdient hat. Hm. Das bin ich ihr schuldig. Ein bisschen heftig, die ganze Bude duftet nach Shit. Ach, Quatsch nicht, hau rein! Und? Spürst du schon was? Natürlich nicht, das dauert eine Weile. Hm. Vielleicht sollten wir noch einen nehmen. Mir ist doch müde, ich will nicht mehr überleben. Warte doch mal! Ich verstehe dich nicht, Barbara. Christoph, es hat keinen Sinn mehr. Kathi. Hi, wie war's in der Oper? Es ist Mitternacht und ihr seid immer noch auf. Ja, tut mir leid, wir haben uns ein bisschen festgequatscht. Ich muss sowieso langsam los. Du solltest auch gehen, Christoph. Ich bin müde. Ja, du hast recht, Barbara. Wiedersehen. Es steht hundertprozentig fest, dass die Frau, die in dem Grab liegt, auch Clarissas Mutter ist? Der Dorfpfarrer meinte ja. Der kann sich auch irren. Ja, aber es muss stimmen. Clarissa hat das alles überprüft und wenn die was macht, dann macht sie es gründlich, ja.
Aber ich finde das trotzdem komisch. Also da hat diese Frau nun mal eine reiche Tochter und lebt trotzdem völlig verarmt in irgendeinem Kuhdorf. Vielleicht war sie immer noch wütend auf Clarissa, sie ist ja abgehauen. Trotzdem, also wenn es mir so dreckig ging, mir wäre das klar. Oder sie hat sich geschämt, weil sie Clarissas Briefe nicht beantwortet hat. Ja, oder sie war zu stolz. Sie wollte sich einfach von ihrer Tochter nicht helfen lassen. Ja, das kann sein. Sie war bestimmt genauso eigensinnig wie Clarissa. Was? Noch so eine wie sie? Bloß gut, dass Sie das nicht mitbekommen haben. Sag mal, wie hat sie eigentlich darauf reagiert? So fertig habe ich sie noch nie gesehen. Ich fahre morgen mit ihr hin, um das Grab herrichten zu lassen. Ja, und die Redaktion? Kriegst du nicht Ärger, wenn du schon wieder nicht hingehst? Ach was, ich rede einfach mit Karin und erkläre ihr alles. Echt? Na klar, kein Problem. Sie versteht das bestimmt. Ist ja auch schließlich eine dringende Familienangelegenheit. Vielen Dank. Ich bringe dir auch was aus Bayern mit. Oh ja, eine Lederhose. Steht dir bestimmt gut. Mhm. Hast du Knatsch mit Christoph gehabt? Wie bitte? Sag schon. Dann gehe ich auch gleich schlafen. Also erpressen lasse ich mich nicht. Wie kommst du denn darauf, dass wir uns gestritten haben? Naja, also erst gehst du ganz groß mit Christoph aus und dann sitzt du, als hättest du 5 Valium verschluckt. Nein. Wir haben uns nicht gestritten. Ja, was denn sonst? Eine heiße Nacht war es ja offenbar nicht. Kathi! Wenn du Liebeskummer hast? Hör mal auf, was redest du denn da? Wieso? Das ist doch ganz normal. Mir kannst du es ruhig sagen, ich kenne mich damit bestens aus. Jetzt hör endlich auf rumzuspinnen. Ich habe keinen Liebeskummer. Und schon gar nicht wegen Christoph. Also, ich finde, du solltest dir Christoph angeln. Er steht voll auf dich. Als ich auf Friedenau war, hat er fast nur von dir gesprochen. Und einmal hat er gesagt, Barbara ist die wundervollste Frau. Jetzt reicht's, mein Fräulein. Spar dir deine blühende Fantasie lieber für die Schule auf. Das ist wieder typisch. Kaum wird's spannend, fängst du von der Schule an. Ja, und die beginnt morgens früh um 8. Und zu spät kommen ist nicht. Claro? Na, ich gehe ja schon. Gute Nacht. Nacht, mein Schatz. Träum was Schönes. Und du träum von Christoph. Also jetzt reicht's. Morgen, Fiona. Was machst du denn hier? Bist du schon aus dem Bett gefallen? Wieso, habe ich irgendwo eine Beule? Nee, aber sonst hast du um diese Zeit noch geschlafen wie ein Murmeltier. Sonst musste ich auch nicht 18 Stunden am Tag schuften. Dein Einsatz hat sich immerhin gelohnt. So voll wie gestern war die Kneipe schon lange nicht mehr. Und lauter junge Leute. Die kommen alle meinetwegen. Die wollen nur sehen, wie ich vor lauter Stress hinter den Tresen kipp. Guten Morgen allerseits. Morgen, Gina. Na, bereit für unsere kleine Sightseeing-Tour? Bei mir aus können wir sofort losgehen. Wunderbar. Du, ich find's echt toll, dass du dir so viel Zeit für mich nimmst. Du, das mache ich doch gerne. Komm, wollen wir? Klar. Hier stören wir doch nur. Zumindest eine von euch beiden, ja. Ah, jetzt habe ich doch fast meine Kamera vergessen. Bin gleich wieder da. Sag mal, was hast du gegen Gina? Sie hat dir doch nichts getan. Na eben. Was soll ich denn gegen sie haben? Hm? Aber irgendwas passt dir nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du ihr ein bisschen hilfst, sich hier zurechtzufinden. Wieso? Dafür verschwendest du ja wohl genug Zeit. Wir sind gleich da, Frau von Anstetten. Ich freue mich für Sie, dass Sie das Grab Ihrer Mutter doch noch gefunden haben. Ich weiß Ihre Anteilnahme zu schätzen, Hochwürden. So wissen Sie doch jedenfalls jetzt, wo sie ihre letzte Ruhe gefunden hat. Vielleicht ist ja doch alles zu viel für mich. Plötzlich kehren all die alten Erinnerungen zurück. Hier ist es. Hier ruht Erna Kaufmann. Schon. Hallo, Gero.
Falls du zu Barbara willst. Sie kann jetzt niemanden empfangen. Das ist schade. Sehr schade. Tut mir leid, aber es geht dir nicht gut. Kann ich vielleicht doch mit ihr sprechen? Das würde sie in ihrem Zustand nur unnötig aufregen. Wieso Zustand? Ist sie krank? Nein, nein. Barbara ist nur erschöpft. Ah, ja, dann gehe ich wohl besser. Würdest du ihr wenigstens die Blumen geben? Na gut. Und sag ihr... Ach nein, sag ihr nichts. Gib ihr nur die Blumen. Hm? Ich wollte dir noch so viel sagen. Damals konnte ich es nicht. Jetzt ist es zu spät. Es tut mir so leid. Es tut mir so unendlich leid. Quäl dich nicht so, bitte. Ihre Mutter ist jetzt in einer besseren Welt. Dort, wo es nur Liebe und Vergebung gibt. Hochwürden. Wenn es nicht so viel verlangt ist, würde ich ihr noch gerne einen letzten Dienst erweisen. Ich möchte nicht, dass sie weiter so würdelos ruhen muss. Gewiss. Ich will, dass sie endlich ein ordentliches Grab bekommt mit einem richtigen Grabstein drauf, der ihren Namen trägt. Und zwar so schnell wie möglich. Ich werde dem Stern mit sofort Bescheid sagen. Die Einzelheiten können Sie dann mit ihm besprechen. Und vielleicht kann man auch das Grab mit Blumen schmücken, noch bevor wir abreisen. Natürlich, kein Problem. Die Gärtnerei ist gleich gegenüber. Danke, Hofer. Vielen Dank, Vater. Hi, Sophie. Und, wie war dein Tag? Bis eben noch gut. Schlecht drauf? Mit der Laune lockst du hier aber keine Leute rein. Ich muss hier niemanden reinlocken. Das ist eine Kneipe und kein Eros-Center. Ich kann mir schon vorstellen, warum du so mies drauf bist. Dann weißt du mehr als ich. Wegen Henning, stimmt's? Das werde ich dir gerade auf die Nase binden. Leugnen ist zwecklos. Sowas richtig. Es ist doch so. Kaum haben die Männer ihr Vergnügen gehabt, hauen sie ab zu einer anderen. Sprichst du da aus Erfahrung? Typen wie Henning haben nur eins im Kopf. Sex. Was heißt denn hier Typen wie Henning? Du kennst ihn überhaupt nicht. Für solche Männer ist jede Frau nur ein Stück Fleisch. Hör doch auf, so einen Scheiß über ihn zu reden. Und du verteidigst ihn noch. Dabei befriedigt er bei Tanja doch nur seinen Trieb. Halt endlich dein verdammtes Maul. Ich wollte dich nur warnen. Henning ist wie alle Männer. Sie reden von Liebe, aber sie meinen nur ihr Vergnügen. Woher willst du denn das wissen, hä? Dich fasst doch sowieso keiner an und schon gar nicht zum Vergnügen. Ach, da bist du ja endlich. Ich warte schon seit einer Stunde auf dich. Ach, tut mir leid, aber im Krankenhaus war die Hölle los. Jede Menge Notfälle. Was gibt's denn? Ich wollte nur wissen, von wem diese Blumen da sind. Kannst du dir das nicht denken? Nein. Gesehen habe ich ihn irgendwo schon mal. Wie war denn noch sein Name? Gero, bitte, jetzt sag mir endlich, von wem diese Blumen sind. Wer außer Christoph käme denn noch in Frage? Also doch, nur gut, dass ich oben war, als er sie vorbeigebracht hat. Er glaubt, er kann mit einem Blumenstrauß wieder nachholen, was er in 20 Jahren versäumt hat. Ganz bestimmt. Auf einmal hat er ein schlechtes Gewissen. Vielleicht hat er ja auch noch andere Gründe. Ich wüsste nicht welche. Ich schon. Ich glaube, Christoph hat ernsthafte Absichten. Wie kommst du denn darauf? Ich kenne mich aus mit den Gefühlen von Männern. Ich will mich ja nicht in dein Leben einmischen. Aber? Aber ich würde mir die Sache mit Christoph noch mal durch den Kopf gehen lassen. Na, endlich! Also eine halbe Minute später und ich wäre verhungert. Die Bäckerei war brechend voll. Aber das Warten hat sich gelohnt. Was ist denn? Zoff mit dem Bierfahrer gehabt? Nee, Zoff mit Gina gehabt. Warum das denn?
Sie ist kaum eine Woche hier und mischt sich in mein Privatleben ein. Darauf stehe ich überhaupt nicht. Einen schönen guten Morgen. Nanu, ist das der Postbote oder was? Nein, das ist Gero, ein Freund von mir und Henny. Er hilft ab und zu in der Kneipe. Gero, das ist Gina. Du weißt Bescheid. Hallo Gina. Hallo Gero. Nett, dass ihr mich zum Frühstück eingeladen habt. Nee, wir sind gerade fertig. Also ich meine, Gero muss gleich ins Krankenhaus. Och, eine halbe Stunde habe ich noch. Ich liebe Croissants. Aber sind die nicht ein bisschen klein? Naja, einem geschenkten Gaul, oder wie war das? Geht's an dich, José? Hast du von dem noch mal was gehört? Verschwone mich bloß mit dem. Noch so ein Kerl und ich steig wieder auf Frauen um. Was? Bist du etwa... Was? Naja, andersrum. Ich meine, schwul. Ich? Bin ich schwul? Du? Nein. Also... Nein, ich bin nicht schwul. Ich stehe nur auf Männer. Komisch. Irgendwie wirkst du gar nicht so... so tuntig. Ich dachte immer, Schwule würden sich Frauenkleider anziehen und schminken oder so. Frauenkleider und Stöckelschuhe trage ich immer bloß abends. Im Ernst? Ja, immer wenn er mir in der Kneipe hilft. Julia, du wirst das Grab kaum wiedererkennen. Ich bin ja so froh, dass wir noch einen Tag länger hier in Schwanberg geblieben sind. Wie nett, dass der Pfarrer uns so geholfen hat, findest du nicht? Ich glaube, das war weniger seine Hilfsbereitschaft als mein dicker Scheck, den ich mitgebracht habe. Es ist wunderschön, Mama. Ja, wir haben die Blumen ja auch zusammen ausgesucht. In ein paar Tagen kommt dann noch der Grabstein. Ganz aus blauem Marmor. Die Inschrift wird lauten: In Liebe, deine Tochter, Clarissa. Schade, dass wir heute schon zurückfliegen. Ich hätte ihn gern gesehen. Du brauchst keine Angst haben, wir seien ja heute nicht zum letzten Mal hier. Den siehst du schon noch. Du, ich glaube, wir müssen los, sonst verpassen wir die Maschine. Ja, ich weiß. Kommst du? Gleich. Geh doch schon mal. Ich möchte noch einen Moment mit meiner Mutter allein sein, ja? Ja, klar. Ich hoffe, du freust dich über die Blumen. Mutter. Wenn ich nicht mal weiß, wer du bist. Das ist ja ein richtiges Luxusfrühstück. So viel Aufwand meinetwegen. Ja, wenn schon, denn schon. Wird ja auch mal Zeit, dass ich mich revanchiere. Nach all dem, was du für mich getan hast, hm? So. Und du meinst, mit einem Frühstück ist das getan? Eigentlich schon, ja. Und wo ist Nicole? Bin schon da. Morgen, Fiona. Morgen. Du siehst ja super aus. Na, und du erst. Kein Wunder, dass Jan noch keine Zeit gehabt hat, mich zu besuchen. Und? Wie gefällt dir die Wohnung? Ja, zwar ein bisschen anders als damals, als ich mit Max hier war, aber ja, eben eine richtige WG. Obwohl die früher wilder aussahen. Du, was denn? Ich war schon auf WG-Fäden, da habt ihr noch in die Windeln gemacht. Mensch, Fiona, du überrascht mich immer wieder. Und? Danke. Wie lebt es sich so zu dritt hier? Mit Julia verstehen wir uns super. Schade, dass sie nicht da ist. Sie hätte bestimmt gern mit dir gefrühstückt. Ja, wo ist sie denn? In Bayern mit Clarissa. In Bayern? Ja, in irgendeinem Kaff. Wie heißt es? Schwanneck. Schwanneck? Macht sie da Urlaub? Nee, sie besucht das Grab unserer Großmutter. Aber sie kommt heute Nacht zurück, hat sie gesagt. Eure Großmutter? Ja, Clarissas Mutter. Anna Kaufmann. Sie hat das Grab zufällig entdeckt. Erna Kaufmann? Hey, das ist das Letzte. Sieht so aus.
Verdammt nochmal, das hat Gero mir mitgebracht, das ist meins. Ich dachte, du wärst schon fertig. Ja, nimm. Das kannst du dir sonst wohin stecken. Sag mal, wie bist du denn drauf? Ich hab's satt. Du bist kaum ein paar Tage hier und misch dich schon überall ein. In was denn, wenn ich fragen darf? In die Sache mit Henning zum Beispiel. Ich wollte dir doch nur helfen. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Jetzt reg dich doch nicht auf. Ich reg mich aber auf. Es kotzt mich an, wie du dich hier breit machst mit so einem scheinheiligen Getue. Was denn für ein Getue? Vielleicht kommt diese Tour ja bei Fiona an. Aber nicht bei mir und bei Gero auch nicht. Was hat Gero damit zu tun? Du wirkst gar nicht so tuntig. Merkst du überhaupt nicht, wie peinlich das ist? Wenn das ein Problem für dich ist... Ach, kümmere dich verdammt nochmal um deinen eigenen Dreck. Sonst sorge ich dafür, dass du hier in hohem Bogen rausfliegst. Kapiert? Christoph, endlich. Schön, dass du wieder da bist. Nicht so stürmisch, Kathi. Wo ist Barbara? Ich wollte sehen, wie es ihr geht. Tag, Christoph. Barbara. Gero hat mir erzählt, dass es dir nicht gut geht. Danke, es geht mir schon wieder besser. Das ist schön zu hören. Es ist mir den ganzen Vormittag nicht aus dem Kopf gegangen. Einen Kaffee könnte ich jetzt gut gebrauchen. Das trifft sich ja gut. Sag mal, sind die von dir? Könnte schon sein. Gefallen sie dir? Ich finde sie super. Barbara übrigens auch. Stimmt's, Barbara? Siehst du, was habe ich gesagt? Sie ist nur zu schüchtern, sich richtig zu bedanken. Kathi. Sie hat ja recht. Ich habe mich gefreut. Sehr sogar. Und genau das habe ich gewollt. Barbara. Wir wollten hier Kaffee trinken. Es fehlt noch eine Tasse. Also zwei Kaffee für die beiden und noch ein Fiona? Oh, Julia. Hallo, entschuldige, dass ich nicht zum Frühstück gekommen bin, aber ich konnte leider nicht. Ja, Jan hat mir erzählt, du warst in Bayern. Ja, mit Clarissa in Schwanegg. Wir haben das Grab ihrer Mutter hergerichtet. Es war vollkommen verwahrlost. Mhm. Genau deshalb habe ich dich nämlich angerufen. Kommst du mal bitte? Mhm. Julia. Bist du wirklich sicher, dass in diesem Grab in Bayern deine Großmutter liegt? Klar, wieso? Na ja, vielleicht handelt es sich um eine Verwechslung. Ach, bestimmt nicht. Mama hat das alles ganz genau überprüft. Clarissa. Ja, es ist eindeutig das Grab meiner Großmutter, Erna Kaufmann. Ich habe sogar ein Foto. Hier, das ist sie. Julia, ich muss dir was sagen. Stimmt was nicht? Ich habe auch ein Foto dabei. Hier, das ist Clarissa, als sie noch ganz klein war. Und wer ist die Frau daneben? Das ist deine Oma Erna. Das kann ja wohl nicht sein. Doch, Julia, das ist deine echte Oma. Meine echte Oma? Ja, Julia. Clarissa hat dich belogen. Deine Oma heißt nicht Erna Kaufmann, sondern Erna Prozeski.